Mein Beruf als Wissenschaftler geht dem Wandel der Erde auf den Grund. Ich programmiere 3D-Modelle der realen Welt. Meine Ergebnisse tragen zur Klimaforschung bei. Meine Arbeit ist die Grundlage für Bauvorhaben. Ich erstelle unabhängige Grundstücksbewertungen. Ich entwickle und stärke den ländlichen Raum. In meinem Beruf arbeite ich am Puls der Zeit. Ich bringe Autos das Fahren bei. Autonomes Fahren ist die Zukunft. Es birgt enorme Potenziale in den Bereichen Straßensicherheit, Effizienz und Zeitersparnis. Auf der gesamten Welt tüfteln Spezialistinnen und Spezialisten daran, diese neue Art der Fortbewegung voranzutreiben. Ziel hierbei ist ein fließender Verkehr ohne Unfälle. Ich bin einer von Ihnen. Ich entwickle die neue Generation der Fahrerassistenzsysteme. Eine hoch- bis vollautomatisierte Fahrweise. Damit die künstliche Intelligenz des Fahrzeugs unseren komplexen Verkehrsregeln entsprechend agieren und reagieren kann, muss der Bordcomputer die Straßengeometrie und alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer blitzschnell erkennen und zentimetergenau vermessen. Hierzu verwende ich insbesondere Laserscanner und Kameras, die heute schon in Autos verbaut werden. Kameras eignen sich besonders, um Ampeln und Schilder zu detektieren. Mit ihnen kann man auch sehr gut zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern differenzieren, wie etwa Personen auf dem Gehweg oder Fahrzeuge, die sich uns nähern. Diese Daten kombiniere ich mit Hilfe modernster Technologien, um dem Fahrzeug eine digitale Kopie unserer Umgebung bereitzustellen. Am Ende dieses komplexen Prozesses entsteht eine zukunftsgestaltende Fahrweise. Ich erfinde die Mobilität neu. Ich habe Geodäsie in Bonn studiert. Thank you.